Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Norwegischer Marsch. Ja, ich starte mal gleich hier unseren Wasserfahrer für die Brauerei mit Audrive. Haben wir aktuell die Version, Release-Version drin. 1.1.0.6. Tja, fährt durch. Ja, wird er diesmal anhalten, ne? Auf jeden Fall. So, wir werden weitermachen. Ja, unser Gruppermeister hier. Da hatten wir nichts gespeichert. Das macht der normale Helfer weiter. Der packt das auch. Das könnte Ton ein bisschen laut sein. Für mich jedenfalls. So. Bereich reichen Geld nicht passt. Ein bisschen gucken mit dem Ton, ne? So, also wenn es laut sein sollte, bitte reicht schon Kommentare. Ist abhängig von Entfernung, ne? Ist leider so. Ja, da sind wir wieder beim Holz. Mehrere Fahrzeuge. Wollte ich mal gucken, ob wir noch unseren Rüben noch machen können. Dazu müsste ich mal gucken, ob wir noch Rüben auf Lager haben. Müsste eigentlich sein. Weizen, Gerst, Zuckerrüben. Kaufen. Und hier wir kaufen. Bestätigen. Gut. Milch haben wir noch ein bisschen da, aber es lohnt sich nicht zu fahren. Weizen und Gerste ist fast alle. Gras, ja gut, ist von Thüringen. Hatte ich mal reingefahren. Warum weiß ich auch nicht mehr. Muss wohl loswerden. So, nachdenken. Unser Rübenfahrer, wo steckt der jetzt? Da ist er doch schon. Der kann weiter Rüben fahren, ne? Und ich werde mich darum kümmern, den letzten Bäume zu fällen, um später zum Sägewerk zu fahren. Mal gucken, der ist hier. Ja, ich möchte schon mal vielen danken fürs 30er reinschauen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr weiterhin 30er reinschaut. Habt ihr Anregungen und Tipps in den Kommentaren? Das ist eine gute Gelegenheit dafür. Ist kein Muss, aber ist eine Möglichkeit, uns so ein bisschen zu unterhalten, ne? Darum geht's ja. Ja, ich mache mal hier weiter. Hier. Das ist ein Holz, ich brauche was für ein Sägewerk. Das ist ja nur leider Paletten äußerst wenig. Ich habe zwar ein bisschen Holz gekauft über Nacht, dass wir da ein bisschen was produzieren. Weil unsere Produktion, die brauchen dringend Paletten. Also. Sonst wird es bei der Hopfen am Ende auch nichts. Die brauchen noch Malz. Fällt mir gerade so ein. Ja. Ja, heute ist Freitag bei mir. Ich mache jetzt mal weiter, ne? Freitagabend, nach Feierabend. Frisch gebadet. Hab bloß noch gegessen. Ist auch zu dick. Naja, ist eine Schräge, dann denkt er, ist dicker als dick, ne? Also. So, ein kleiner Baum. So. Ja, hatte gerade der andere Rechner gemeldet, dass er Updates machen möchte. Mit einem anderen Programm. Ist aber nicht notwendig, dass ich jetzt eingreife. Das sind nicht so eine wichtigen Programme. Das mache ich bei Gelegenheit mal, weil ich dran denke, nach den Folgen. Ja, die Aufnahme läuft. Zeit ist aktuell 4 Minuten. Passt. Ja, ich muss warten, bis das Gras trocken ist. Dann können wir noch Heu machen.
und das ja entsprechend entweder lose oder fest ins Lager zu fahren oder ja, ins Ballenlager. Dafür habe ich sie da, ne? Das sollte der letzte Baum schon gewesen sein. Wir sind ja am Feld 3 und bleiben stehen. Und Blocking Wasser, Wasser geht rein, das ist gut. Hat ja bei der Tür nicht so geklappt mit der Milch. Milch aufnehmen. Warum weiß ich auch nicht. Muss ich mal nächstes Mal einen Traktor draußen. Das hilft auch mal bei Augenreif. Wenn es nicht klappt, dann nimmt man einen Traktor neuen und dann geht ab. Könnte ein Grund sein. So, wir fahren mal Richtung Sägewerk. Zum, ja. So, Sägewerk halt, ne? Da, wo er halt steht, ne? Ups, hier sind noch Bäume. Gut, dass ich noch sehe. Hier sind noch ein paar schöne Bäume. Die größten, die wir haben. Ich dachte, hier sind noch weniger. Ja, jetzt haben wir Mitte Sommer. Morgen geht das los mit Raps aussehen, hingehen. Ob ich das nun schaffe, das weiß ich noch nicht. Ich müsste auch noch Schweine zum Stall, zum Schlachter bringen. Das muss auch noch gemacht werden. Ja, heute Lauf des Tages, ne? Im Grunde ist viel Arbeit. Aber das wird schon irgendwie. Über die Produktion kriegen jetzt Wasser. Nächste, dann nimmt sobald die Brauerei voll ist mit Wasser, kriegt die nächste Produktion Wasser. Das ist die Papierfabrik. Im Sägewerk haben wir ein bisschen Hackschnitzel. Da können wir da entsprechend höher fahren. Aber das ist kein Muss, das ist ja nur nach und nach. Ne? Irgendwas kommt da. Spätestens zum Winter haben wir mehr Zeit. Ja, die Aussaat läuft ja auch alleine mehr oder weniger, das ist auch nicht ein Problem. Was machen die kleinen Bäume? Ja, so ein Scheiß. Lohnt sich nicht zu arbeiten. Aber die wachsen nicht mehr. Aber ein Wald ist, ein Naturwald ist halt immer große kleine Bäume, ne? Ja. Bei mir zu Hause aktuell. Ja. Die Temperaturen steigen, ne? Zum einen kommt milde Luft aus Süden und zum anderen diesen Föhneffekt ist auch da. Morgen wird 11 Grad werden. Man wird sich glauben, letzten Tage war Frost. Also angenehm kühl. Zum Glück wohne ich nicht südlich der Alpen. Die haben gerade aktuell Schneechaos, also Katastrophe kann man sagen. Was hier an als Föhn ankommt, ist im Süden starker Schneefall. Irgendwas im höheren gelegenen Tälern. Ne? Also bei 0 Meter garantiert nicht, aber bei Tälern mit 500 Meter oder 1000 Höhe vom Meeresspiegel, die haben garantiert viel Schnee. Sehr viel Schnee. Ich habe heute kurz gesehen, die mussten ganze Ortschaften evakuieren. Nicht lustig. Also die Höhen, die da sind, also die Meterhöhen, das soll teilweise bis zu 4 Meter fahren. Ja, und die armen Säcke dürfen keine Urlaube empfangen, mehr oder weniger. Ne? Jetzt, wo sie richtig Schnee haben. Also, weil der bleibt nämlich auch liegen, der taut so schnell nicht weg. Auch wenn man mild wird, der bleibt erhalten. Ne? Naturschnee. Besser könnte ich es gar nicht haben. Die machen ein bisschen Kunststein dazu, dass er ein bisschen griffiger ist für die Skipiste. Aber die Grundlage ist halt ein Naturschnee. Kostet ja entsprechend nichts. Ne? Kunststein muss er mühevolle durch Energieaufwand und durch Wasser speichern, muss er entsprechend Runde hergestellt werden. Naja, das ist ein anderes Thema. Das wollen wir sein lassen. Das C-Wort macht YouTube nicht so gerne.
Ich habe da meine Meinung zu. Ich sage nur eins, dass der böse Wagen kommt garantiert. Aber die Wahrheit ist immer ins Licht. Nur eine Frage der Zeit. Und wer sich vor gegen die Grippe nichts gemacht hat, braucht sich, wer nicht gerade Risikogruppe ist, das Abwägen das Risiko, ne? Das wird zu viel gesagt. Wie wenn wir uns drei kriegen hier. Also jeder ist alt genug, der kann ja entscheiden, was er möchte. Also, wenn einer meint, er muss machen, dann ist es auch okay. Aber ich bin der Meinung, ich brauche das nicht. Hoffe, dass die Klagen bald Erfolg haben. Dann wird das Kartenhaus zusammen. Hoffen wir nicht. Was denn kommt, ist auch dann meistens, naja, wird es auch Probleme geben, ne? Denke ich mal. Vielleicht sogar Absicht, man weiß es nicht, ne? Das ist, wie soll ich sagen? Nichts geschieht, ohne irgendwo durchdacht zu sein, also. Ich hätte nicht gedacht, noch Holz machen muss ich hier. Ich dachte eher, es hat so ein bisschen weniger. Also 4-5 Bäume vielleicht. Aber die 3, glaube ich, 3-4 sehe ich dann aktuell. Dann habe ich geschafft. Dann muss ich aber irgendwann mal fräsen. Also große Aktion, Fräsen, naja, eine Folge ungefähr. Ich hatte ihn auf, essen wir das ganze Holz weg. Die Fräse, die ich habe, die macht alles weg. Oh, das Holz hat Licht. Hat er ihn weggezogen. Da ist noch ein Baum. Ja, dann noch, so zwei Teile hier. Dass wir schöne Maschine haben. Ja, Schnee. Wissen weiß war es hier auch. Ungefähr 3 cm ungefähr. Donnerstag war plötzlich alles weiß. Durch diesen 10 Aufstandung. Hab ja Spätschicht und dann. Glaube ich früh ein bisschen länger, weil ich auch abends später ins Bett gehe, also nachts. Hab es aber erstaunlicherweise nicht geschafft, die Folgen in der Woche fertig zu machen. Aber ja gut, früher habe ich immer anders gearbeitet. Nur Freitagabend und Samstag halt, ne? Weil das Bearbeiten dauert ja auch ein bisschen noch und aber 7 Videos habe ich schon fertig bearbeitet. So. Haben wir da vorne den einen noch? Der noch geht. Den Rest bearbeiten mache ich nur am Vormittag. Und ich nebenbei hochlade. Das geht ganz gut. Und nebenbei muss ich was zaubern zum Essen. Ich weiß noch nicht was. Bin ich mir noch nicht ganz aus die BGH. Ich kann nicht gleich mal die
die Ballen reinwerfen. Ja, dann müsst ihr mal was einfallen lassen mit der ganzen Missgeschichte. Ja, drei Stück, dann machen wir Hand. Dann die wiegen ja nichts, ne? Also normalerweise bewegst die nicht der Hand. Die waren noch leer, das ist gut. Dann gibt's noch mal Geld. Die nächste Nacht. Ja, Silos. Ja. Die Durchfahrsilos von Fake Action haben die auch nicht funktioniert. Die waren. Ja. Die äußeren waren. Echt gut aufgetreten. Die werde ich mal nicht nehmen. Sack-Silo, naja, bin ich nicht schon so begeistert, aber aktuell habe ich eh keine. Flächen da, die ich nutzen könnte, also keine Maisflächen. Also dieses Jahr wird kein Mais gemacht, hier auf dem Arsch. In Thüringen natürlich mehr, da ist natürlich viel mehr los, ne? Da habe ich ja zwei größere Felder. Ich schätze 40 Hektar ein Feld und andere Feld, ja, 20 ungefähr. Und Mais, mal sehen, wie er wächst. Bedingt ist alles soweit. Glaube ich jedenfalls. Oder drückt nochmal Wachstum, zweite Mal, möglich. Ansonsten. Ja. Meistens wird da ein Silo einbringen. Oft Gras und so, ne? Da gibt es halt dieses Pferdegras zum Beispiel. Das habe ich jetzt vor. Klee. Habe ich auch angesehen in Luzerne. Da will ich aber einen Ball machen. Deich davor, ich habe ja Bäume. Aber hier links habe ich meinen eigenen Wald schon gepflanzt. Hauptsache nicht so eng. Nicht so eng gepflanzt, ist blöd. So. Na, eigene Bäume hier. Nur ziemlich eng gepflanzt. Also pro Jahreszeit immer rund 200 Stück, so habe ich eigentlich geplant. Ja, hier sind auch schon die älteren. Hier sind die Abstände ein bisschen größer. Und hier geht es weiter. Hier noch die letzte davor und hier die nächsten Reihe. Das kann man auch erkennen hier, ne? Die sind so und die sind schon im Prinzip ganz frisch gepflanzt. Ne? Und nächstes Jahr pflanze ich in dem Bereich nochmal zwei Reihen oder drei, ebenfalls so 200 Stück. Hier auch noch neu gepflanzt, das ist gut. Da muss ich aber, glaube da sind die Stumpen schon alle weg. Also die Stumpen will ich vorher alle entfernen, damit ich mir nicht da unnötig öfters festfahre, ne? So, Lüchauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich gehe jetzt zurück zum Hof, hole mir da ein LKW mit Anhänger für Holz und dann werde ich das Holz zum Sägewerk fahren. Dann sagen wir schönen Dank fürs Reinschauen. Na, tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier der Marsch. Tschüss. Ich wünsche noch allen einen schönen Wochenstart. Bis dann und ciao. Tschüss.